Genau. So. Jo, und ansonsten wüsste ich gar nicht, was ich sonst noch so groß erzählen sollte. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt halt hauptsächlich hier darauf, diese riesige Baustelle endlich mal fertig zu machen. Da hinten hätten wir ja sogar Wasser. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich das nicht alles eine Etage tiefer ziehe. Ja, dann müsste ich auch noch mal ein paar Experimente machen mit Wasser und Lava. Weil Wasser löscht ja Lava und erzeugt dann. Weil, was ich halt am Überlegen wäre, ist, ob ich nicht. Also wird halt spannend mit dem Aufzug, mit dem Wasserfallaufzug. Wenn ich dann noch in meine Lavasäulen reinbaue. Die mir eben. Aber das mit dem Kurbel ist schon seltsam. Ich meine, momentan stört es mich noch nicht, weil ich habe eigentlich momentan noch echt genug Kurbel. Aber so prinzipiell. Habe ich den Kaktus dann auch nicht bekommen? Ich habe auch den Kaktus nicht bekommen. Kann es sein, dass ich gerade einfach wirklich gar nichts bekomme? Aber verbrauchen tue ich schon, ne? Genau. Verbrauch ist ganz normal. Also, das ist echt super. Ich glaube, das muss ich mir dann nachher noch mal ein bisschen angucken. Ob das an dem Safe-Game liegt oder woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Also quasi, dass halt die Nodes alte sind und dass deswegen mit den alten Nodes es da vielleicht Probleme gibt oder so, das könnte ja sein. Aber trotzdem. Das ist doch Blödsinn. Wie gesagt, beim Cobblestone, bei dem Pflasterstein, das stört mich gerade wenig. Aber insgesamt ist es natürlich unbefriedigend. So. Mein Ohr. Ah, juckelt gerade ein bisschen. Das ist nicht ganz so toll. So. Also, wir blättern hier weiter auf der Leiter und sind heiter. Immer weiter. So, blöder Reim. Chang, Chang. Bam, the Ram. Fluff und Fluff. Der kommt weg. Können wir hier nach vorne gehen? Und hier und da und dort. Und den können wir auch wegmachen. Na komm. Wunderbar. Und wie gesagt, also was wir jetzt halt wirklich machen ist, wir werden uns jetzt sukzessive dem Niveau da unten annähern. Das kann ein bisschen dauern. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir nicht sagen, hey dafür, einfach um es zu beschleunigen, wir kriegen ja eh keinen Cobblestone. Also es ist eigentlich lachhaft, dass wir den verbraten. Nicht, dass es mich groß stört, weil ich ja eh zu viel habe. Und ich gar nicht weiß, was ich damit alles machen soll. Aber ich meine, irgendwann mal wollen wir damit halt was machen. Vielleicht wollen wir mal ja mal eine Burg bauen oder so. So. Wir könnten
könnten theoretisch uns nämlich eine miese, also miese ist quasi das hier, was Diamant oder Enchanted oder was auch immer bei Minecraft ist. Ich weiß es nicht. Minecraft selber habe ich nie gespielt. So, wir haben dieses Niveau quasi jetzt hier abgetragen. Das heißt, theoretisch können wir jetzt weitermachen. Und was wir jetzt theoretisch halt vielleicht mal machen könnten, Note, wäre halt wirklich mal zu sagen, bam, bam, bam. Genau, Miese ist somit das Höchste. Wir könnten theoretisch sagen, Tools. Wir holen uns Steel, Stone, Wooden, Bronze, Diamant und Mies. Also Mies ist, soweit ich weiß, das Extremste und theoretisch können wir uns einfach mal eine geben. So, es reicht. Oh, jetzt habe ich mir zwei gegeben. Und dann wären wir hier auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wir müssen halt beim Glas da hinten aufpassen. Und das würden wir dann natürlich jetzt einfach nur für hier, für die Baustelle machen, damit wir da ein bisschen besser vorankommen. Und sobald wir mit der Baustelle fertig sind, würden wir das wieder wegpacken. Aber ihr seht schon, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht einfach. Und im Endeffekt kann man damit halt einfach nur durchlaufen. So, aber apropos durchlaufen. Dann müsste man das ja mal so machen. Das spart auf jeden Fall massiv Zeit. Ich meine, eigentlich, wenn man es richtig sieht, müssten wir eigentlich. Ich krieg dann jetzt auch die Kohle nicht. Also, ich krieg momentan gar nichts. Das finde ich momentan ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Ich meine, das mit dieser Miespickzacke, das akzeptiere ich jetzt mal als Kompensation dafür, dass ich eigentlich jetzt tonnenweise Steine hätte. Ich meine mal, wir können es jetzt auch momentan aktuell als Vorteil sehen. Wären wir dann natürlich so gesehen auch nicht dauernd weglaufen müssen, um die ganzen Steine, die wir jetzt zu viel haben, wieder. Aber ich meine, ich kann nicht mal die Kohle da einsammeln. So, 8. 2. Und ich glaube, nee, das lasse ich jetzt. Also die Ebene hier mache ich noch. Das Ding hier mache ich noch fertig bis da. So. Aber so generell finde ich es gerade ein bisschen unbefriedigend, dass wir einfach dieses ganze Material, das wir hier abarbeiten, nicht wiederbekommen. Nee, das ist echt unbefriedigend. Okay, die erste Mies ist bald weg. Das ist ja mies, ha. Ich müsste echt mal im Wörterbuch nachgucken, was mies bedeutet. Das weiß ich halt nicht, ob das nicht bei Mindtest ein frei erfundenes Material ist. Wie gesagt, soweit ich das von Minecraft kenne, ist es dort halt so, dass Diamant das Beste ist. Und dann hat man halt noch Enchantments und so weiter. Und das gibt es ja hier bei Mindtest, soweit ich weiß, nicht. Okay.
Gut, dann würde ich an der Stelle mal eine kleine Aufnahmepause machen und versuchen herauszufinden, was denn jetzt eigentlich da los ist, warum ich meine Materialien nicht bekomme. Also ich meine, im Endeffekt, wir können es ja mal ausprobieren. Ich müsste, nein, ich habe keine Stufen dabei. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich müsste ja Stufen dabei haben, aber ich habe keine Stufen dabei. Okay. So, wie viele Fackeln habe ich? Gar keine. Das heißt, wenn ich die Fackel... Ach, wahrscheinlich darf ich die Fackel gar nicht wegmachen, sondern ich muss den Block hier wegmachen. Und dann kann ich die Fackel aufnehmen. Okay, dann kann ich hier die Fackel nehmen. Und kann sagen, machen wir mal so. Und dann würde ich dich mal gerne hier hinsetzen. So, dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Licht. Und dann würde ich mal wirklich... Ich hatte noch eine Fackel. Ich meine nicht. Also irgendwas ist nicht so richtig hundertprozentig. Ich glaube, da muss ich mal gucken, ob nicht irgendwo in den Konfigurationen vielleicht irgendwo Debugging steht oder irgend so ein Blödsinn. Weil das geht so nicht. Nee, 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 das geht so gar nicht. Das kann man ja nicht machen. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, du. Nee. Nein! So, nochmal. Weg hier. W-w-w-w-w. Au, 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 au. Das ist eben... Das Risiko. Autsch. Ah. Sag mal, der Lauf muss doch irgendwann mal aufhören, oder nicht? Dankeschön. Ficke. Okay. Also das ist das Risiko mit dieser Miesaxt. Deswegen ist es echt mies mit der. Man kommt halt relativ fix, relativ weit, aber ja, da sollte ich wahrscheinlich noch einmal ein bisschen eine Kleinigkeit fixen. So, bis wir dann allerdings soweit sind, das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahmesitzung tun. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O, auf Wiedersehen.